Dann mal runter. Ich gehe schon mal in Deckung. Ich glaube, sonst ist hier die Kiste nicht platziert. Oder der Fahrstuhl bricht jetzt auseinander. Irgendwas wird jetzt sicher passieren. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Passiert doch mal endlich mal was. Wird der Fahrstuhl jetzt schneller oder täusche ich mich? Heißt ein Arbeiter? Ich habe keinen Plan. Die Zeit für Pläne ist vorbei. Ich muss wohl improvisieren. Ich weiß nicht, wie die Arbeiter auf mich gesonnt sind. Der schleift schon mal sein Schwert. Auch ganz toll. Meine Liftfahrt ohne irgendwelche aufregende Zwischensequenzen. Auch was Schönes. Da geht die Gruppe dahin, die wir aber auch vorhin sahen. Die gehen weiter nach hinten. Jetzt ist die Frage jetzt. Okay, das sieht so aus, als müssten wir uns nach oben arbeiten. Ja, ja. Ladedocks Außenbereich der verborgenen Stadt. Interessant. Ja, wie tief willst du noch runter? Hallo. Wow. Das kann nicht gut sein. Letzter Halt. Die Götzen kommen nur langsam voran. Ich habe also genug Zeit, wieder raufzuklettern. Wasser ist eigentlich noch geil wegen den Ganzen, dass der Lift einfach nicht runterfällt. Ich habe mich getäuscht, meine Freunde. Oh, cool, man kann sich abseilen. Oder hatten wir das schon mal? Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. Bis zum Fall lassen. So, ist hier irgendwas? Nein. Wahrscheinlich sind uns wieder genug Wachen in den Weg gestellt worden, die wir umgehen müssen. Da ist schon wieder so ein... Okay, hier ist dahinter ist irgendwas, aber mit einer Falle abgeschützt. Ah, nee, die weiße Markierung ist jetzt nichts Besonderes. Ich sehe den Schalt. Das muss noch. Ah, ich muss da hoch, okay. Hier muss doch irgendwo die Schaltung dafür sein. Ja. Okay. Anscheinend in einem geheimen Raum. Oder hier im... Ah, hier. Okay. Yeah. Achievement. Anscheinend genug Fallen deaktiviert. Die meisten natürlich nachdem ich reingerannt bin. Wer bist denn du? Ein Bus. Kohlemäßig ist nichts dabei. Okay, ein Seilpfeil. So. Tja, hier könnte ich eigentlich nochmal aufrecht gehen. Ah, hier kann man sogar öffnen. Hier ist sogar was drin. Ein Füller und Lagerraum, okay. Ja, dann schließen wir das Ganze wieder. Da oben war eigentlich nichts mehr. Und wie es aussieht, muss ich hier lang weiter. Nee, bitte nicht die Viecher aus ihrem Haus. Bitte nicht.
alles bloß nicht. Das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Das waren diese Abscheulichkeiten. Die Geräusche. Oh doch. Ach verdammt. Das sind doch diese Viecher, was hier da rumschwirren. Verdammt. Deswegen auch hier wahrscheinlich überall die Leichen. Ja, ja. Der kommt auf mich zu. Oder etwa nicht. Da ist eine Wache. Der geht jetzt darüber. Nein! Was zum... Warum? Warum hat jetzt... Hat mir das Spiel jetzt da einfach nicht rübergesprungen, so wie ich wollte. Bei Rocks Zähnen. Ah, okay. Jetzt muss ich das Rätsel nochmal machen mit der Falle. Mittlerweile weiß ich ja schon, wo es ist. Von daher dürfte das schnell erledigt sein. Na komm. So. Und die Leiche ist weg. Lol. Ich halte eine unsichtbare Leiche in der Hand. Auch nicht schlecht. Hier lag doch auch vorhin eine Leiche. Oder? Verdammt, das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Ich gehe mal hier hoch. Irgendwie ist mir das Ganze hier zu hell. Ich habe aber nur zwei Wasserpfeile. Gefällt mir jetzt gar nicht. Aber ich muss es riskieren. Ich fühle mich nicht besonders. Oh, Truhe. Große Truhe. Ja, das sind definitiv die Viecher. So wie wir sie auch in der Irrenanstalt gesehen haben. Okay, das ist wieder nur so ein optionaler Part. Ich kann die Falle deaktivieren. Interessant. Das wird sicher später nützlich sein. So, ist hier noch etwas? Nee. Ach, schade. Komm, lass Wasserpfeile dabei sein. Nur ein Breitkopfpfeil. Eine Leuchtbombe, okay. Okay. Immerhin besser als nichts. Dann weiter im Geschäft. Ah, hier kann ich hoch. Ausgezeichnet. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Nee, das riskiere ich jetzt nicht, dass ich darüber springe. Nur, dass ich wieder sterbe wahrscheinlich. Oh mein Glück. Du siehst mich nicht. Du hast mich nicht gehört. Wo bin ich denn hier, sag ich? Warte, komm, finde noch eine Leiche. Wache. Mir ist kalt. Ah, hier bin ich jetzt, okay. Du bist weiter. Was geht's weiter? Mir ist kalt. So. Na, warum? Warum hast du das jetzt nicht getan? Nein! Fuck! Darauf habe ich gewartet!
Mal komm her, komm her. Wow. Mich ja genau sehen in diesem Moment. Ich hoffe so, dass die dritte Waffe jetzt nicht ankommt. Na komm. Na also geht doch. So. Aber der wird gleich die. Aha, der wird gleich die andere Wache da sehen, wenn ich mich nicht beeile. Ah, das ist Zeit für einen Punkt. Mal sehen, wo ich da hinkomme. Mit 8, okay. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Jetzt kommst du natürlich an. Ah ja, so klar. Schauen wir uns das mal an. Hier hinkommen. War ich hier nicht schon? Ja, hier war ich vorhin, okay. Ah, okay. Da kann man die Lage abchecken und dann kann man hier hoch. War da nicht noch so ein Punkt? Warum kommt der jetzt wieder so schnell? Ich check das jetzt nicht. Komisch. Ist der jetzt auf einmal in so schnellen Abständen daherkommen? Und da bin ich runtergestürzt. Hier ist leider auch nichts. Schade. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Auch nicht. Da hinten ist noch ein Seilpfeil. Moment. Aha! Jetzt dachte ich schon, ich sterbe wieder. Also hier war der Weg hier klar. Hier hoch. Ja, komm. Da hinten war doch. Da oben. Fast übersehen. Das will ich mir noch ansehen. Ah, das sind Schmuckstände. Was haben wir denn hier? Ein antikes Gefäß und antiker Armreif. Aber leider nicht. Nee, das ist einfach nur optionale Beute. Schade, ich dachte schon, man kann hier irgendwie oben rumrennen und die Wache umgehen. Also eins ist mir schon mal bewusst. Der eine Weg, der funktioniert nicht zum Drüberspringen. Ich habe jetzt verdammt viel Glück, dass ich nicht schon wieder komplett abgestürzt bin. Redest du? Ich kann meinen Ohren nicht mehr trauen. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Ja, ist das. Glaub's einfach. Ich steig schon wieder hier viel zu lange rum. Na komm. Harte Zeiten. Nice. Bewegt sich zurück. Und jetzt. Hier liegst du.